Jojo, meine lieben Freunde, was geht ab und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ein ganz interessantes Thema. Diese Art von Videos mache ich eigentlich nach jedem Arc, weil nach jedem Arc Oda uns mehr Informationen oder uns mehr Romance gibt, was er eigentlich ganz am Anfang gesagt hat, dass es kein Romance geben wird, keine Beziehung geben wird. Aber sind wir uns mal ehrlich, mittlerweile ist die One Piece Community so groß, dass wenn Oda merkt, dass die Leute am Ende sehen wollen, wie es den Strohhüten geht oder was daraus geworden ist, dann wird Oda uns das zeigen. Was Oda mit es wird kein Romance, keine Beziehung geben meint, ist, dass es nicht im Laufe von One Piece eine geben wird. Aber am Ende von One Piece, wirklich das letzte Chapter oder die letzten paar Chapter, wenn da gezeigt wird, wie jetzt, wo Sanji sich auftreibt oder wo Ruffy sich auftreibt, ist doch scheißegal. Also ich denke, Ruffy wird keine Beziehung haben, dazu komme ich gleich nochmal. Aber zum Beispiel bei Rayleigh sehen wir es ja auch. Rayleigh hat sich, ich sag mal, in Rente gelegt und chillt jetzt da mit seiner Dame oder ich sag mal mit seiner Freundin. Und so wird das auch bei den anderen sein. Also ich denke schon, dass wir bei dem einen oder anderen Charakter eventuell eine Beziehung miterleben. Und heute möchte ich über Zorro reden. Ich hatte schon letztes Jahr darüber gesprochen oder vorletztes Jahr, wie das denn mit Zorro sein könnte. Und hier möchte ich jetzt nochmal meinen Senf dazu abgeben und erzähle, wie ich glaube, was am wahrscheinlichsten ist, mit wem Zorro eventuell eine Beziehung oder am Ende von One Piece seine Zukunft führen wird. Und als erstes kommt da Tashigi erstmal in Frage, was finde ich am unwahrscheinlichsten ist, und deswegen nenne ich auch hier als erstes, sie ist Zorros Rival oder sie sieht Zorro als Rivale, was ein Punkt ist, was schon sagt, dass sie nicht zusammenkommen können. Viele sagen, sie kommen zusammen oder shippen die beiden, weil sie Queener ähnlich sieht, aber genau deswegen würden sie niemals zusammenkommen. Wie würde das bitte sein, wenn Zoro mit ihr zusammenkommt? Man würde immer im Hinterkopf haben, okay, es ist, weil sie aussieht wie Queener. Und das, Leute, da können wir uns sicher sein, nein. Also Tashigi wird es nicht sein, ich rede da auch nicht mehr lange drüber. Wer denkt, dass die beiden zusammenkommen irgendwann? Wirklich lost, Leute, also wirklich lost, die kommen nicht zusammen. So, danach Zorro und Perona. Das ergibt meiner Meinung nach auch null Sinn. Ich habe Perona aufgeschrieben, weil ich sehr oft auch heute noch auf TikTok sehe, wie Perona und Zorro geschippt werden, nur weil Zorro da trainiert hat und da ein paar süße Szenen gab. Also Leute, sind wir mal ehrlich, nein, es passt nicht. Perona ist einfach viel zu schlecht. Zorro hat einen Sinn, Zorro hat ein Ziel im Leben und Perona ist einfach so ein Side-Character gewesen und allein vom Charakterdesign passt sie nicht zu Zorro und deswegen, da können wir uns glaube ich auch sicher sein, ich handle jetzt die Charaktere ganz schnell ab, wo ich sage, nein. Schreibt mal ihr eure Meinung auch in die Kommentare. Schreibt wirklich mal mit Tashigi, Doppelpunkt ja oder nein, Perona ja oder nein, und der dritte Charakter, den ich hier, oder die dritte Charakterin, die ich hier aufgeschrieben habe, ist Robin. Robin passt an sich sehr, sehr gut zu Zorro charaktertechnisch, weil Zorro ist so ein bisschen der doofe Draufgänger und Robin ist so mehr die Schlaue, die nachdenkt, und die harmonieren wirklich sehr gut und wir haben so oft gesehen, wie Zorro Robin beschützt. Oder macht das extra, glaubt mir Leute, oder macht das extra, diese Szenen in jedem Arc, wo Zorro Robin beschützt, sei es auf Sky Island, sei es auf der Fischmenscheninsel, immer geht Zorro dazwischen, was ich sehr süß finde, was ich sehr, sehr süß finde und wo ich auch ein Fan davon war. Letztendlich kann ich aber sagen, dass ich das nicht glaube, weil die beiden in einer Bande sind. Ich denke generell, keiner aus der Bande wird eine Beziehung führen. Das fand ich an Naruto zum Beispiel schon so komisch, dass wirklich die Main Character sich alle zusammengefunden haben. Ich fände es schwachsinnig, wenn Sanji mit Nami zusammenkommt, Robin mit Zorro und was weiß ich, wisst ihr, was ich meine? Es würde einfach keinen Sinn ergeben. Das passt, finde ich, nicht. Außerdem haben wir eh nur zwei Damen in der Strohbande. Die kennen sich alle viel zu gut und ich finde, die haben alle so eine Bindung. Wenn sie zusammenleben, dann nicht als Paar. Davon können wir sicher ausgehen. Wenn sie zusammenleben, dann nicht als Paar. Und deswegen glaube ich, dass Robin nicht mit Zorro irgendwie zusammenkommen wird oder dass es da irgendwie auch ein Panel geben wird, wie die beiden zusammen sind. Was ich aber glaube, also ich schreibe jetzt bitte mit Robin Doppelpunkt. Ich denke, bei den meisten wird es sogar ja sein. Ich denke aber nein, weil der Wano Kuni Arc hat mir was anderes gezeigt. Deswegen mache ich auch dieses Video. Ich finde, das ist ein Charakter, der am meisten zutrifft, und zwar Hiyori. Diese Charakterin passt einfach am besten, weil sie erstens eine Charakterin ist, die auch nicht blöd ist wie Robin. Also sie ist auch sehr intelligent, scheint sehr intelligent zu sein und hat auch ein Ziel. Ist eine Charakterin mit Charakter, mit Mut, und sie passt zu Zorro. Und was ich sehr interessant finde, Oda macht Romance-Anspielungen. Also wir haben gesehen, wie die beiden liegen und Zorro sie umarmt. Und wir merken, dass Oda so langsam wirklich auch, auch wenn es vielleicht nur ein bisschen comedy-technisch gemeint ist, da die Romance-Verknüpfungen zeigt. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass in Zukunft die beiden zusammenkommen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass sie aus Wano Kuni ist, wo Zorro ja auch
Zoro ist ein Schwertkämpfer. Wir haben ja alle gesagt, Wano Kuni ist Zoros Ark und was weiß ich. Wieso soll Zoro nicht dort sein und in Wano Kuni leben, irgendwann vielleicht ein Shogun sein? Wisst ihr, was ich meine? Also, es ist eine sehr starke, sehr schöne Verknüpfung und es passt einfach perfekt. Es passt wirklich perfekt und ich wünsche mir, dass das passiert und deswegen könnte ich es mir auch sehr gut vorstellen, weil auch Oda diese Romance-Anspielung macht. Also Leute, schreibt Hiyori Doppelpunkt, was glaubt ihr? Schreibt euren Kommentar und schickt ihn jetzt ab. Ich bin hier nur auf Zoro eingegangen, auf Sanji und Ruffy brauche ich nicht eingehen, weil ich glaube, Ruffy wird keine Beziehung führen. Wenn Ruffy eine Beziehung führt, heißt es, er wird irgendwann ein Kind kriegen und das heißt, One Piece ist im Endeffekt nicht zu Ende, weil die Geschichte würde sich einfach wieder laufen, wiederspielen. Auch wenn Ruffy das Ziel erreicht, wird der Sohn sagen, ich werde Pirat und so ein Zeug. Ich glaube, das Ende wird dramatischer sein und nicht so klischeehaft, dass Ruffy ein Kind bekommt und so weiter. Also, wir werden nicht Gold Rogers Story nochmal erleben. Wie unsinnig wäre das jetzt, wenn wir jetzt einfach nochmal Ruffy sehen, wie er mit Boa Hancock zusammenkommt, was allein schon keinen Sinn ergibt, weil Boa Hancock viel älter ist. Viele sagen, Boa Hancock. Es ergibt aber wirklich keinen Sinn, weil sie ist erstens älter und zweitens, Ruffy hat da schon kein Interesse gezeigt und ich glaube nicht, dass Ruffy eine Beziehung haben wird. Weil dann kriegt Ruffy auch ein Kind, auch wenn sein Ziel erreicht wurde. Was wird dann passieren? Dann wird es immer ein Kind geben, ein Monkey D, wo wir die Geschichte weiter erfahren wollen. Leute, One Piece wird enden. Oder ist jemand, wenn er einen Anfang setzt, dann setzt er einen richtigen Anfang und wenn er ein Ende setzt, dann wird es auch ein Ende. Und wenn Ruffy ein Kind bekommen sollte, ist es für mich kein Ende. Das ist auch der Grund, warum ich sage, ey, es könnte sein, dass wir Ruffy am Ende von One Piece verlieren, dass er stirbt. Ja, es könnte passieren. Ich glaube zwar nicht, aber es ist für mich schon bestätigt fast, dass Ruffy kein Kind kriegen wird, weil es dann die ganze Geschichte wieder abspielen würde, entweder das oder es würde Fragen im Kopf der One Piece Zuschauer werfen, so, was könnte jetzt eigentlich mit Ruffys Sohn passieren, was macht Ruffys Sohn überhaupt, wie wird es weitergehen? Ich denke, wenn es ein Ende geben wird, unser Hauptprotagonist ist Ruffy, dann wird es auch ein Ende geben. Also entweder werden wir nicht sehen, wieso Beziehungen entstehen und Ruffy heiratet und sein Ziel ist erreicht, oder wir werden das sehen in Form von, dass er stirbt, das könnte natürlich auch passieren. Aber natürlich klingt es sehr plausibel, dass wenn Ruffy stirbt, dass wir dann am Ende Zoro, Nami, Sanji in weiteren 15, 20 Jahren sehen und wie die eine Rückblende haben, wie die zurückdenken, wisst ihr? Das wäre ein so emotionaler Moment, Leute, stellt es euch nur mal vor, wie krass emotional das wäre. Ich würde es feiern und da wäre ein Moment dafür, wo wir sehen, was sie halt machen. Es wäre kein Romance, weil wir sehen ja nicht, wie Zoro sich mit Robin küsst und so ein Zeug, sondern wir sehen einfach, wo die Ströte sind. Glaubt ihr daran, dass wirklich alle Ströte, allesamt jeder einzeln irgendwo alleine lebt? Okay, vielleicht ein Franky, der alleine lebt, aber oder ein Zoro könnte ich mir auch vielleicht zutrauen, dass er alleine lebt. Wie Mihawk zum Beispiel, das passt. Aber Leute, nicht alle. Wir werden auf jeden Fall irgendwas sehen und zu Zoro wären das meine Hypothesen, wenn er denn heiratet oder eine Beziehung haben wird. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, das war's von mir. Haut rein, peace out, euer Kadiro.